Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich melde mich mal wieder mit einer Videobotschaft, gerade bei schönstem Wetter, wenn ich rausschaue und bringe mal keine Neuigkeiten über die Krankenhausreform. Das haben Sie vielleicht in den Zeitungen gelesen, das geht alles seinen Weg und die Medien schreiben fleißig, wer mit wem streitet. Da brauchen wir heute uns mal nicht drüber unterhalten. Vielleicht mal ein paar Dinge lieber intern, was passiert alles bei uns im Haus, was ändert sich momentan? Zum 1.6. gibt es eine Änderung in der Gefäßklinik, in der Gefäßmedizin. Das haben Sie schon in SharePoint sicherlich lesen können, dass die Leitung alleinig bei Herrn Dr. Adili ist, dass Herr Herold in die Funktion Oberarzt zurückgeht und dass sich dort die Gefäßklinik, die Gefäßchirurgie neu positioniert und sich für die Zukunft neu aufstellt. Da bin ich allen Beteiligten dankbar, dass wir diesen Weg jetzt auch gehen und dass Herr Adili auch hier in die Verantwortung geht, diesen Prozess gemeinsam mit seinem Team zu gestalten. Das ist nicht die einzige Änderung. Sie kennen alle den AOP-Katalog, der neu gekommen ist. Der betrifft nicht nur ambulantes Operieren, auch internistische Fälle. Ja, wir sind als Maximalversorger natürlich schwerpunktmäßig für stationäre Leistungen da, für die schweren Fälle da. Trotzdem müssen wir uns auch den ambulanten Sektor in gewissen Dingen schon noch weiter öffnen und gestalten. Und dem werden wir mit ein paar Veränderungen etwas gerecht. Sie kennen die Station 20, wo wir für das ambulante Setting Patienten vorbereiten können und nachbereiten können. Der Bereich ist momentan zu klein. Das heißt, wir werden die komplette Station 20 für den AOP-Bereich öffnen. Dafür wird die urologische Abteilung auf die Station 22 ziehen. Dafür zieht die Augenklinik von der Station 22 ins Gebäude 6. All das geschieht ab Ende Juni bis in den Juli hinein, um uns dort darauf vorzubereiten. Eine weitere sehr wichtige Änderung ist der Beginn des Sprechstundenzentrums. Muss man noch ein bisschen üben, das auszusprechen. Das ist letztendlich der Beginn der Zentralisierung der Ambulanzen. Das brauchen wir alle, weil die Vorschriften, die Wege, die Administration, die Steuerung von ambulanten Patienten und stationären Patienten immer komplexer wird und wir auch die Ressourcen beachten müssen, die wir im Hause haben. Und dadurch beginnen wir mit diesem Sprechstundenzentrum. Das leitet Herr Mangelmann. Er kommuniziert auch im Haus, wo und wie das startet und beginnt mit der Anästhesieambulanz. Letztendlich werden alle Ambulanzen über die nächsten Monate dort integriert. Das ist ein großer Umbruch, brauchen wir aber für die Strukturierung und für die Steuerung unserer Patienten. Und dann gibt es für uns alle, für die Patientinnen und Patienten oder für andere Menschen auch noch eine schöne Wendung. Die einen oder anderen haben es vielleicht vergessen, dass wir ein Café errichten wollten, die Mathilda. Da kam uns die Pandemie dazwischen und mussten da den Eingang umgestalten. Jetzt ist die Pandemie zu Ende und wir können die Mathilda herstellen. Nicht ganz so wie früher mal geplant, aber fast so. Und wenn alles gut geht, findet nächste Woche die Eröffnung statt. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Jetzt auch bei dem schönen Wetter kann man vielleicht auch nach draußen gehen. Und dann eine wichtige Neuerung, haben Sie auch hier und da schon lesen können. Die Geschäftsführung oder andersrum, wir können zu Anfang Juni den medizinischen Geschäftsführer, Herrn Dr. Jörg Nötzl, begrüßen. Da freue ich mich sehr darüber, dass das doch jetzt schneller klappte, als wir alle gedacht haben und werden dort dann neu einsteigen in die Zukunft unseres Klinikums, in die Vorbereitung auf die große Krankenhausreform. Das war's schon für heute. Ich wünsche Ihnen schöne Pfingsten. Ich weiß, viele von Ihnen müssen arbeiten. Das ist eben im Krankenhaus so, aber trotzdem vielleicht die eine oder andere Zeit haben. Die, die es mögen, gehen Sie aufs Schlossgrabenfest. Feiern Sie nicht so doll, dass Sie unsere ZNA brauchen. Da werden wahrscheinlich genug andere hineinkommen. Ich wünsche Ihnen, wie gesagt, ein schönes, sonniges Wochenende und ganz herzlichen Dank an Sie alle.